Produzent, bringe ins die Ware inner nach Terminen, die unser Dienstleistungskonsortium vorgegeben hat. Also wenn die Reife erreicht ist, wird der Erntestach geben. Die Unlieferung erfolgt, wo das Mitglied seine Produzentennummer umgibt, seine Wiesennummer umgibt, seine Produktionsweise umgibt, die Anzahl der Graskisten, die er unliefert, und die Anzahl der Graskisten, die er wieder mitnimmt. Das ganze Paket wird in einer Etikette verpackt. Also die Etikette kriegt eine fortlaufende Nummer und einen Strichcode. Und die ganzen Produzentendaten sind alle im Strichcode dann enthalten, um den Kreislauf dann anonym in der Genossenschaft durchzuziehen. Die Waage dann nach Vorgabe der Auslagerung, also Logen, Qualitäten, Haltbarkeit eingestuft in Lagerzeilen rein und verbleibt dann, bis die Lagerzeile geöffnet wird. Weil die Lagerzeile geöffnet wird, wird die Waage zur Sortieranlage gebracht. Dieser Strichcode wird jetzt dann eingelesen bei der Sortierung und die Äpfel laufen dann in die Entleerungswanne. In dem Bereich wird dann nochmal eine Kontrolle für faule Äpfel getätigt, damit die faulen Früchte nicht auf den elektronischen Teil kommen. In dem Bereich werden die Äpfel dann nochmal gewaschen. Das ist dann der Bereich, wo der Äpfel gewaschen ist und sauber ist. Und von da weg erfolgt dann die Qualitätssortierung. Das ist dann eigentlich das Herzstück der Sortieranlage. In dem Bereich werden die Qualität sortiert, die Farbe sortiert und die Größe sortiert. Die Unlage hat heute an die 50 Kanäle, wo es in Farben und Größen dann aufgeteilt werden. Man sucht sich halt die freie Bohnen, die sie zur Verfügung hat. Die Äpfel laufen dann in den Bohnen rein, auch da wieder das Wasser als schonendster Transportweg. Und bald die Menge erreicht ist, die nur einer Graskiste Platz hat, dann wird die Füllung des Kanals gestoppt und automatisch auf den nächsten Lärm, wenn er findet, weitergehen. Von der Zentrale aus wird gesteuert, welche Sortierprogramme angewendet werden, welche Größen eingestellt werden, welche Kaliber benötigt werden. Also das ist dann der Bereich der Wiederabfüllung. Es sind halt drei Füllanlagen, wo die einzelnen Kanäle wieder abgefüllt werden. Die Äpfel schwimmen rein, werden in eine Saugglocke abgefüllt und diese Glocke befüllt dann die Graskisten. Wenn die Graskiste abgefüllt ist, dann kriegt sie eine Etikette wieder. Und da sind die ganzen Daten drinnen, welche Äpfel von welchen Produzenten in dieser Qualität von welcher Partie ausgekommen sind. Die Qualitäten werden dann da in Viererstapel wieder aufgestapelt und dann von da ins Zwischenlager gebracht, wo sie dann gelagert werden, bis Aufträge für diese Qualitäten und Größen von Kunden kommen. Und dann geht es im Bereich der Verarbeitung. Der Stapelfahrer hat auf einem großen PC die Aufträge oben. Und dementsprechend, was ihm zugeordnet ist, holt er vom Zwischenlager die Ware raus, bringt sie zur Entladestation wieder und dann geht sie auf die einzelnen Packlinien. Also im Verpackungsraum ist es so, dass man heute Linien oben, wo lose Ware verpackt wird, also gelegt auf ein oder zwei Lagen, in Taschen, Verkaufsschalen zu 6 Früchte, 4 Früchte oder 8 Früchte, in Holzgebinde, also Holzsteigen oder in Holzkartonsteigen lose. Es gibt die Unterschiede, jeder Kunde hat einen anderen Wunsch und wir probieren halt jeden Kundenwunsch bestmöglich zu erfüllen. Das beispielsweise ist ein Unlager, wo die Äpfel mit Shellack behandelt werden. Die Verarbeitung erfolgt allem noch größtenteils manuell. Also es gibt mittlerweile auch Unlagen, die automatisch Äpfel auffüllen. Aber um die Kundenwünsche und das Präsentationsbild, das eigentlich benötigt wird, erhalten zu haben, wird die Ware händisch verarbeitet. Die Ware wird fast größtenteils gelabelt, also mittels einem Sticker gekennzeichnet. Prinzipiell verarbeitet man sonst eigentlich Ware unter der Marke Marlene und der Marke Südtirol. Aber klarerweise, wie man da auch sieht, jeder Kunde hat seine Marke und wir befüllen unsere Äpfel in deren Auftrag, in deren Marke. Das ist dann der Bereich, wo die Palettisierung vorgenommen wird. Je nach Kunden wieder unterschiedliche Typen von Paletten, je nach Destination. Die Palette, bald sie voll ist, wird in die Kommissionierungshalle gebracht. Dort wird sie nochmal mit Eckkanten und Bindeband versehen. Kriegt wiederum die Palettenetikette, wo dann der Inhalt der ganzen entleerten Graskisten, die dahinter gestanden sind, wieder enthalten ist. Und dann in die Kommissionierungshalle gebracht, wo dann der LKW verladen wird.